So, grüß euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Paul World mit mir, dem Fuchsel. So, ich habe die Baufläche hier jetzt dort jeweils um 1 mal erweitert. Sie ist jetzt nicht mehr 7x7, sondern 8x8 breit. Ich denke, es ist so ein bisschen besser zum Arbeiten hier. Und mir ist noch ein nettes Detail hier aufgefallen, nämlich unsere kleine Chili hier ein bisschen, sagen wir mal, aufmerksamkeitsgeil. Ich meine, passt mal auf hier, wenn ich jetzt hier rüber gucke. Wenn ich jetzt hier hinguck. Ja, die will halt immer gesehen werden. Die will immer in der Aufnahme drin sein. Ich will dich nicht drin haben. Geh weg. Ich will aber drin sein. Nein, darfst du nicht. Hm? Also ist der Tombat hier. Du darfst nicht mit drin sein. Tut mir leid. Die Leute wollen mich sehen. Die wird man einfach nicht los. Ach, die sind einfach so süß. Das sind immer so nette Details, die ich halt immer noch so immer wieder entdecke halt. Mein erstes Springen hier, dann das, dass sie halt immer versucht, im Vordergrund halt mitzurennen. Ist einfach nett hier. So, ich wollte jetzt eigentlich nur abwarten, bis es hell wird. Da hinten ist noch ein Tier, was ich noch nicht gesehen habe. Und das wollte ich mir jetzt noch schnell... holen, ist relativ. Kann ich mal kurz gucken, wie viele dieser Bälle ich habe? 33. Nox kenne ich noch nicht. Glaube ich zumindest mal. Deswegen schauen wir mal, ob wir den jetzt kennen. Hallo? Hm. Okay, jetzt hast du kaputt gemacht. Schäm dich gefälligst. Komm mal zurück hier. Das ist schon das nächste Tier, was die kaputt gemacht haben. Einfach so. Lambal, Lambal. Da sind wieder Foxparks. Schau ich mal, ob hier nochmal so ein Nox rumhängt. Grunde genommen, die Tiere sind eigentlich immer, die pralzen immer, eigentlich immer, wenn einer da ist, sind noch weitere in der Nähe normal. Okay, ich schaue also mich nicht zu weit entfernen. Ich frage mich auch, wie dieser Vogel ist, den ich da mal gesehen habe. Nightwing hieß es. Hieß der. Das ist ein Tiefend. Tiefend. Lambal. Lambal. Meine Hose kitzelt gerade. Moment. So, besser. Er kratzt immer rum, wenn er raus will. So. Ja, okay. Jetzt ist die Nacht eh vorbei, offenbar. Das war's wohl mit dem Besonderen. Entschuldigung. Okay, gehen wir nach Hause und dann fangen wir an zu arbeiten, würde ich sagen. Ich habe mir schon ein bisschen was mit den Räumen gedacht, wie ich es machen werde. Ich weiß noch nicht 100% genau wie, aber das kriegen wir hin. So, da hinten wird was beschädigt. Das ist wieder so ein Elch. GP. Dietri. Warte mal, ist das andere? Achso, so, so. Der Maunstier? Ja, hier. So, die haben alle hier Aufgaben. Gut, das allererste, was wir jetzt machen müssen, bevor wir jetzt hier großartig anfangen rumzubauen, ist... wo ist denn der Futterdruck da? Also? Gut, wir haben noch einen Haufen Essen drin halt, ist ja klar, aber... Wir müssen auch ein bisschen dran denken, dass das Essen auch bald alle gehen wird. Und das möchten wir halt eben verhindern, indem wir hier erstmal so Bärenfarmen hinbauen. Bärengarten. Und den Bärengarten, den hätte ich gerne... hier so dran. Wir hatten zwei Stück in unserer vorherigen. Also bauen wir auch wieder zwei Stück hin. So, und ich hätte gerne nochmal ein Lagerfeuer. Lagerfeuer hätte ich gerne hier. Ich weiß nicht, ob das nicht klug ist, dass ich die da hinten hingetan habe. Bei Unterstrich müssen die jetzt halt auch die ganzen Sachen alle da zu dem Futterdruck hier hintragen. Aber gut, theoretisch wollte ich den Futterdruck auch mal umsetzen. Ich hätte ihn lieber hier gehabt. Baut mal schnell hin, fresst nicht so viel.
Warum er hier? Das sieht immer so aus, wie wenn er so gierig reinschlingen würde. Ham, ham, ham. So, jetzt tue ich hier mal alles raus erstmal ganz kurz. Dann tue ich den Futterdruck hier entfernen. Und wir bauen ihn hier jetzt ran. Da tun wir jetzt alles rein hier. Auch die rohen Beeren. So, dann ist Nahrung im Grunde genommen eigentlich schon wieder, ja, gesichert. So, schade, dass ich Chili nicht irgendwie sagen kann, dass sie irgendwo rumsitzen soll, einfach nur. Jetzt nicht hier die ganze Zeit rumrennen, weil das wird beim Bauen ein bisschen schwierig werden. So, ich hätte gern Bauinfrastruktur. Und zwar hätte ich gern eine Wand. Ich glaube, ich fange sie doch mal lieber kurz ein. Nichts gegen sie, aber sie wird halt hier gerade im Bau ein bisschen stören. So, also warte mal. Hier hätte ich gerne ein Fenster. Eins. Zwei. Hier hätte ich gerne ein Fenster. Jetzt sind noch zwei übrig. Ja, okay. Dann kann ich hier nochmal ein Fenster hinsetzen. Beziehungsweise setze ich hier zwei hin. Ich weiß ja nicht, ob sie sich hier in dem Bereich hier aufhalten können. Das weiß ich nicht. Huch, was ist los? Habt ihr gut gemacht. Kommt noch mehr? Okay. Gut, anscheinend wurden wir gerade angegriffen. Was haben sie? Anscheinend wurden wir gerade angegriffen. Das haben sie aber ganz schnell erledigt, offenbar. Ganz allein. Ohne Hilfe von mir. So, hier. Alle zwei ungefähr so an eine Wand hin. So, dann kommt hier wieder kein hin. Das muss ich noch kurz überlegen. Tür. Ich weiß halt nicht, ob die so agieren werden. Ich hätte gerne noch ein Fenster hier. Und zwar hier. 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 Und los, bist du müde? Möchtest du schlafen? War es gesund und munter, hat nur Freizeit. Okay, soll... soll seine Freizeit genießen. So wie ich meine halt immer genieße im besten Fall. Jetzt immer halt jeden zweiten halt ein Fenster. Das Prinzip wird man am Ende dann gleich sehen. Einen Moment. So, also hier noch gerne ein Fenster und hier noch gerne ein Fenster. Jetzt bräuchte ich wieder die normalen Wände. Mal hier erstmal alles dicht. Eins. Drei. Drei. Vier. Fünf und sechs. So. Jetzt baue ich eins. Zwei. Ich kann jetzt mal jeden zweiten hier einfach zu einer Wand hier. Dann müssten eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Ja, genau. Okay, dasselbe machen wir hier jetzt auch. Eins. Jetzt alle zwei halt. So. Dann mache ich hier noch einen hier so. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Machen wir hier so hin. So. Jetzt brauchen wir noch... Wände. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Der regt sich immer auf, der eine hier. So, jetzt haben wir bei jedem noch eine Tür hin und schon haben wir im Grunde genommen ja, acht Zimmer. Mit dem hier sind es neun. Also im Grunde genommen für jeden hätte ich jetzt theoretisch schon ein Zimmer, für mich selbst halt noch nicht. Und hier haben wir halt eben so eine Art Haupthalle hier, kann man fast sagen. So, die Frage ist, wie mache ich es hier vorne? Mache ich jetzt zwei Türen oder soll ich es einfach offen lassen? Ich weiß halt nicht, wie gesagt, ob die hier einfach so reinmarschieren können.
Bauen wir bei jenen erstmal die Tür auf, dass ihr auch überall rein könnt tatsächlich. Wow, wow. Ich bin hungrig. So. Okay, aber wir machen es noch ein bisschen weiter. Nämlich hätte ich gern den Fundament. Holzdach. Eins. Zwei. Nee, so hin. Oder? Ja. Jetzt wollen, dass die zwei da entlang gehen. Rare, rare. So, so. So, so. So, so. So, so. Genau. Und hier nochmal. Zack, zack. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die hier hinten es nutzen können überhaupt, aber gut. Im Grunde genommen setze ich das Bettchen hier hin. Der Rest ist im Grunde genommen, ja, weiß ich nicht, wie die es machen werden. Interessant wäre es mal zu wissen, ob die da auch hingehen. So, erstmal mal gebe ich jedem einzelnen Zimmer hier eine Decke, eine passende. Ich glaube eh nicht, dass sie hier sich so ein festes Zimmer aussuchen. Die werden sich wahrscheinlich einfach nur das nächstliegende Bett einfach aussuchen. Na du, kannst du mal testen, ob du... Kannst du reingehen? Warte mal ganz kurz. Ja, okay, er kann reingehen. Holzdach. Der kann reingehen. So viel steht fest. Hier waren wir auch schon drin. So. Zack. Zack. Jetzt machen wir hier schön das Dach drauf. Eigentlich sieht so auch schon ziemlich gut aus dafür, für das, dass es am Ende sein soll. Es ist eher so eine Art, ja, kleine Hausanlage hier. Bunkerlos. So. Aber wir sind noch nicht fertig, denn es geht hier nämlich noch weiter. Zack. 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 Ich habe da schon einen Plan, wie ich das mache. Einmal, zweimal, bis dahinter. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich denke, man kann schon verstehen, was ich hier vorhabe, ne? Kann man verstehen. Und zwar möchte ich es gern zweistöckig haben. Was nicht funktioniert, weil, ja, nicht mit Bauwerk verbunden. Gewerbt mit einem Bauwerk. Okay, ich denke, ich bin beim Bauen schon an seine Grenzen gestoßen. Ich könnte jetzt theoretisch den hier hinbauen, aber er will halt nicht. Das Einzige, was ich vielleicht machen könnte... Okay, Bossgegenstand. Der hier berühren. Wow, wow. Ich würde hier gerne ausprobieren, aber das Problem ist halt, dass die hier alle reinrennen. Aber das... Ach, Mann! Jetzt so. Das könnte theoretisch gehen. Das ist zwar ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, gecheatet. Und ich weiß auch nicht, wie es hier ins Gebäude so integrieren. Ach, hier geht's oder was? Ach, von hier oben aus geht's? Hm. Ja, okay. Ja, ja. Ja, es geht. Es geht. So, Rückbaumoos. Einmal, zweimal. So, jetzt hat man hier nämlich einen Weg nach oben.
Könnten wir hier noch eine Wand hinsetzen? Geht das vielleicht? Nein, geht. Erzähl doch keinen Scheiß, gerade eben war es blau. Okay, geht nicht, aber ich würde trotzdem die beiden Seitenteile wegmachen. Weil es auch optisch ein bisschen hübscher aus. Hallo, was ist denn da passiert? So. Jetzt weiß ich halt nicht, gibt es noch irgendwie Möglichkeiten, eigentlich im Haus so ein bisschen mehr zu machen. Holzbauset. Hat ein Dächer und Ding hier, bla bla bla. Und Dingsbums hier. Jetzt so eine Wohnzimmer-Möbel-Set. Ja. Gibt's da irgendwie sowas? Vielleicht müssen wir auch mal die nächste Stufe erreichen, dass wir mal Steinfundament-Sachen bauen können. Holzschutzwand. Also Palisaden. Ach, hier Steinbauset. Okay, ab hier kann man dann wohl Stein bauen. Aber Geländer irgendwie gibt's nicht. Ab Level 18 kann man auf Stein umsetzen. Antikes Stuhlset. Antikes Sofaset. Antikes Badeset. Ein Springbrunnen. Metallrüstung. Okay, Hallöchen. Nimmt er die Treppe her, weil er gerade so straight drauf zurennt? Der ist eh ziemlich gemütlich, weil er so schlafen tut. Kommt jetzt hoch? Ja, kommt hoch. Da möchte ich die Baustelle mal angucken. Suchst du dir ein Zimmer aus? Es ist ein bisschen blöd hier, wie gesagt, dass man hier keine halbroten Wände oder sowas bauen kann. Nee. Okay. Also, wir machen mal hier nochmal Fenster. Nochmal Fenster. Jetzt hier im Grunde genommen wieder das Doppel. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier unten. Ja, passt. Ich bleibe am besten hier unten, dass ich es dran baue. Dann sehe ich immer, wo ein Fenster ist und wo nicht. Fenster über Fenster. Zack. Zack. Dann hier nochmal. Zack. Hier nochmal. Zack. So, zack. Na, zack. Aber der Baum so ein bisschen im Weg. So, hier geht nichts mehr. Na? Du hast nicht genügend Material, was? Achso, Moment, ich... Ja, weil ich außerhalb des Bereichs bin. Jetzt habe ich genügend Material, warte mal. Okay, es war alles Stein. Mir ist auch aufgefallen, als ich da beim Umzug da drüben war, nochmal ganz kurz. Solange ich hier in dem Bereich bin, kann ich mich aus den Kisten bedienen. Einfach so außerhalb des Bereichs wäre jetzt ja nur das, was ich dabei habe. Na, die sind schon hier und suchen sich Zimmer aus. Also so uninteressant ist die Bude noch gar nicht. Also irgendwie, ja, Architektur ist da schon ein bisschen dran. So. Dann brauchen wir wieder Holzwand. Ich weiß gar nicht, soll ich noch einen? Ja, ich weiß nicht, wie ich hier noch einen Stockwerk anbauen soll, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, das wird hier schon das letzte Stockwerk werden. So. Baue ich hier nur ganz schnell fertig. Zack. 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 Und zack. Hier und hier. So. Also, die Tür ist da. Ist die auch auf der anderen Seite unten? Ja, genau. Gut, das heißt, hier ist eine Tür, Wand, Tür, Wand, Tür, Wand, Tür, Wand, Wand, Wand. Hier mache ich die Wand hier hin. Wand, Wand. Wand, Tür, Wand, Tür, Wand, Tür, Wand. Okay. Dann hier zwei Wände. Hier zwei Wände.
hier zwei Wände. B, C. Die Wand noch weg. So, dann brauche ich hier noch eine Holzwand. Wand, Wand. Wand, Wand. Und Wand, Wand. So, dann brauche ich wieder Türen. Und zwar hier Tür. Ausgehungert. Ich sterbe jetzt gleich. Ausgehungert. Ja, ich esse gleich was. Einen Moment bitte. Ich muss schnell die Türen setzen. Also möchte ich eh noch was ausprobieren. Ja, siehst du, wenn ich ausgehungert bin, ich... Warum öffnen sich die Türen eigentlich nach innen und die anderen nach außen? Gibt es da einen Unterschied? Gibt es da einen Unterschied? Türgriffsseite. Jetzt geht sie nach innen. Okay, also wenn die Türgriffsseite außen ist. Dann ist es so rum praktisch gesehen nach innen öffnend. Wenn der links ist. Dann würde ich sie unten noch gerne austauschen, dass die auch nach innen gehen. Aber guck mal, anscheinend stirbt man nicht, wenn man... man stirbt nicht, wenn man verhungern tut. Man tut lediglich seine Gesundheit nicht mehr regenerieren und ist nur einen Schlag tot. So, was kriegen wir hin? So, B, dann brauchen wir hier wieder den hier, links. Links, fehlt da eine Wand? Nee, sah was aus. Links, links, links. Jetzt sollten sich alle Türen nach innen öffnen. So, dann machen wir alle Türen mal schnell noch auf. Damit die Tierchen auch da rein können. So, dann soll ich hier langsam mal anfangen, hier Werkbänke zu bauen. Ich bin am überlegen, ob ich nicht die Zimmer da hinten, also das da hinten und das hier vielleicht... Ja, die ist wieder falsch rum. Okay, B, C, weg damit. B. So rum. Ob ich diese Räume hier nicht für, naja, für so Werkbänke und sowas nutzen soll. Ach, die Tür ist wieder falsch rum. Die hier ist auch falsch rum. So ist richtig, so ist richtig. So und so. Dann haben wir hier hinten noch. Ich esse gleich was. Keine Sorge, ich esse gleich was. Ach, man. Man. So, jetzt ist richtig rum. Richtig rum. Richtig rum. Und richtig rum. So. Jetzt gehen wir erstmal essen. Was gibt's denn heute Feines? Bieren. Maximum Bären, das soll jetzt der, wo kochen tut, mal schnell machen. Was hat der da gerade gemacht? Was hat denn der Fisch da gerade eben gemacht? Das sah gerade so aus, wie wenn er, naja, auf dem Katzenklo sitzen würde. Der fehlt uns eigentlich auch noch in der Sammlung. Stehen geblieben! Kann doch schon passen, oder nicht? Na komm. Ja, der ist drin. Tanzi. Nutzen früher lange Gegenstände wie Äste als Waffen. Irgendwann fanden sie heraus, dass menschliche Gewehre auch schön lang und um einiges effektiver sind. Ja. Die lernen schnell, die Affen. Also ein weiteres Stockwerk kriege ich nicht hin. Ich wüsste zumindest nicht wie. Mmh.
Da müsste ich, wenn dann hier drin, das hier vielleicht so als Treppenhaus umbauen. Der Tier vielleicht, dass ich hier so die Wand hier wegmache. Ja, nee, es bringt auch nichts. Also ich müsste die mindestens auf 3 machen, damit das einigermaßen hinfunktionieren wird. Also 3x3. Weil wenn ich hier die Wand hin, hier so die Treppe hinbaue, ich meine, ich kann es mal kurz demonstrieren. Würde die Treppe so dastehen. Kommt doch kein Schwein hoch. So, also es funktioniert nicht. Die Idee war auf jeden Fall da. Ja, ich könnte es eins rausholen. Ich könnte es eins rausholen hier. Und dann, dass man an der Seite reingehen kann, links und rechts. Wäre theoretisch eine Idee. Also, dass ich jetzt zum Beispiel hier die Wand wegmache. Ich weiß ja nicht, wie weit die bereit sind, überhaupt bis zu ihrem Bett hinzurennen. Das ist aber auch wieder so eine Frage. Okay. Ich möchte jetzt, dass die Palboxen da draußen verschwinden. So eine heiße Quelle würde ich auch gerne hier irgendwo hinsetzen. Okay, ich möchte jetzt mal erstmal bei jedem hier ein Haus hinbauen. Überall ein Bett hinbauen. Und zwar setze ich jetzt einfach mal hier so vor dem Fenster immer, wenn es geht. Einmal. Level 15, hurra! Du hast 39 TP. Habe ich deswegen das Bauen bekommen oder allgemein halt? Ne, fürs Bauen kriege ich die Punkte nicht. Und so, siehst du. So, da kommt kein Bett hin. Die werden jetzt hier schön bauen. Das passt ja perfekt. Da sind die außerhalb dieses Bereichs halt immer. So, noch ein Stück. Level 15. Ein Augenblick. Ja gut, hier fehlt noch das Dach. Schon klar, aber ich wollte hier noch... Ich weiß noch nicht, wie ich das Dach bauen werde. Das weiß ich noch nicht. Ob ich so schräg oben zulaufen lasse. Normalerweise den Abstand sollte eigentlich da sein, dass es spitz zuläuft am Ende. Oder ob ich es anfangs so wenigstens auf 2 mache und oben dann wieder so gerade zulaufen lasse. Das weiß ich noch nicht. Schade auch, dass es keine Leitern gibt. Aber gut, wofür brauche ich Leitern, wenn ich einfach hoch mal rennen kann? Ich kann ja überall hochklettern. So, jetzt habe ich im Grunde genommen Betten so gesehen für 16 Pals. Ich weiß nicht, wie weit das Ding aufgehen kann. Und im Zweifel kann ich ja in die Räume ja noch ein zweites jeweils reinbauen. So hat jeder jetzt sein eigenes Zimmer praktisch gesehen. So, ich lasse trotzdem mal die Betten draußen noch stehen, weil... Ja, die müssen erst noch gebaut werden. So, wir haben einen ungenutzten Statuspunkt. Ich wollte ab jetzt ein bisschen was anderes aufwerten. Die Frage ist, was? Gewicht wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich noch einmal einen Punkt reinhaue. 50. Oder mehr Lebenspunkte. Vielleicht auch mehr Ausdauer, ein bisschen mehr. Ich glaube, ich setze mal mehr Ausdauer rein. So. Okay, aber bis jetzt macht sie doch hier schon mal die Bude. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Was soll, jetzt wird es nur wieder Nacht. Ich sollte mir auch selber noch ein Bettchen bauen. Nicht genügend Material, ich habe kein Holz. Habe ich das ganze Holz jetzt aufgebraucht oder was? Wow, guck mal, wie schnell es bei ihnen geht hier, das Kochen. Na gut, er hat auch Kochen Level 2. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen Holz nachholen. Wie viel Gewicht habe ich? 159. Okay, die wiegen 10, dann gut. Ich kann schnell für Holznachschub sorgen, indem ich einfach jetzt hier zurückreise. Wir haben ja hier noch so eine ganze Kiste, wo noch Holz drin ist, ein Haufen. Theoretisch habe ich hier auch noch die Hütte hier.
So, warte mal. Das ist zu viel Holz. Das ist immer noch zu viel Holz. Nicht so viel. Moment. 300 weniger. Ja, okay, es reicht wenigstens. Ich kann zwar nicht sprinten und springen, aber ich komme trotzdem voran. So. Dann können wir noch mal ein bisschen was bauen. Okay. Schauen wir uns noch die Bude soweit fertig kriegen. Und dann müssen wir halt noch... Ja, wir brauchen halt immer noch diese Flüssigkeit halt eben, um die heiße Quelle noch mal zu bauen. Weiß ich, ob ich nicht eins dieser Extra-Räume da zu einem Badehaus umbaue. Ja, auch ganz nett eigentlich. So, und tun wir es schnell verräumen. Die schlafen schon, alle in ihren Bettchen. So, theoretisch können wir hier schon eine Menge an Betten abbauen. 1, 2, 3. Alter, wieso bin ich jetzt schon wieder überladen? Aber richtig überladen. Was habe ich denn alles aufgesammelt? Das Holz ist nicht komplett abgeräumt, der Hirni. Ich schaff das schon. Es dauert nur ein bisschen. Okay, ich sehe, die Folge ist sowieso schon vorbei. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Palworld wieder. Ich hoffe, ich verbrenne mich hier nicht gleich. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Und ja, ich werde erstmal zur Kiste hinrennen. So gut es geht. Nee. Gut, also Like und Abo und ja, einen Kommentar, wenn ihr schnell was schreiben wollt. Ich hoffe, euch gefällt die Hütte soweit. Na gut, also dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.